Die Klimaextremisten, immer wieder blockieren sie den Verkehr, kleben sich zum Beispiel auf den Boden. Und jetzt gehen sie noch einen Schritt weiter. Auf der A2 Richtung Berlin bremsen sie den gesamten Verkehr ab, nötigen damit andere Autofahrer, riskieren mit dieser wahnsinnigen Aktion einen Massencrash. Gefährliche Aktion auf der A2. Zwei Autos bremsen den Verkehr runter. In den Wagen diese Klimaaktivisten. Wir sind hier mit unseren Autos heute, um ein Tempolimit einzuführen auf der A2. Und wir machen das, weil wir nichts uns gefallen lassen von Herrn Wissing, dass er sagt, er hätte keine Schilder. Mit der Politik sind sie nicht zufrieden, also initiieren sie am Samstag diese verrückte Aktion. Bremsen mit zwei Autos den Verkehr auf 100 km/h runter. Das alles filmen die Aktivisten selbst und posten das Video bei YouTube. Doch damit gefährden sie die unbeteiligten Autofahrer hinter ihnen, provozieren im schlimmsten Fall einen Unfall. Die Polizei stoppt bei Magdeburg zwei Autos, hat nun ein Strafverfahren wegen Nötigung gegen die beiden Fahrer eingeleitet. Sprechen wir darüber, und zwar mit Rainer Wendt. Er ist Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft. Schönen guten Tag Ihnen, Herr Wendt. Das ist eine Aktion, die kann ja durchaus gefährlich werden für alle Beteiligten. Dort auf der Autobahn dann einfach das Tempo so sehr zu drosseln. Wie oft sehen wir auf deutschen Autobahnen Auffahrunfälle, die alles andere als gut ausgehen? Ja, das ist ein neuer Höhepunkt dieser Aktion der Klimakriminellen. Anders kann man sie ja gar nicht nennen. Denn was da begangen wird, sind schwere Straftaten, die Menschenleben gefährden. Und wir haben ja in der Vergangenheit ähnliche Aktionen erlebt, dass Menschen sich von der Autobahn haben runterhängen lassen, dadurch den Verkehr gefährdet haben. Oder aber die fast schon berüchtigten Klebeaktionen in den deutschen Großstädten, auch und vor allem in Berlin. Das ist jetzt ein neuer Höhepunkt und der zeigt vor allen Dingen, dass der Kampf um die Aufmerksamkeit, der Kampf um Medienbilder voll entbrannt ist. Und dass diese Verrückten sich nicht beeindrucken lassen durch Polizeimaßnahmen oder auch durch die Justiz. Das, was bisher als Antwort des Rechtsstaates gekommen ist, reicht ganz offensichtlich nicht aus. Ermahnungen, Geldbußen, Geldstrafen, darüber lachen diese Leute. Hier müssen Haftstrafen endlich kommen und die müssen dann irgendwann auch mal vollstreckt werden. Was wünschen Sie sich da konkret darüber hinaus? Ich wünsche mir zunächst einmal, dass sofort die Fahrzeuge eingezogen werden, die Führerscheine sowieso. Das gehört alles dazu. Wer den Straßenverkehr missbraucht, um seine eigenen kruden politischen Botschaften unter das Volk zu bringen und wer vor allen Dingen das Recht in die eigene Hand nimmt und das im Straßenverkehr tut, der ist selbstverständlich charakterlich völlig ungeeignet zur Teilnahme am Straßenverkehr mit einem Fahrzeug. Deshalb müssen die Führerscheine weg und die Autos müssen auch eingezogen werden, denn die sind genutzt worden, um diese schweren Straftaten zu begehen. Aber dann muss die Justiz ein klares Wort sprechen. Das heißt, die Klimakaoten müssen wissen, wenn sie Menschenleben auf diese Art und Weise gefährden, dann ist der Rechtsstaat in der Lage, sich zur Wehr zu setzen und durch harte Urteile dann auch eine Antwort zu finden. Wenn irgendwelche Ermahnungen kommen, so auf dem Niveau von Fernsehverbot, das reicht auf keinen Fall aus. Hier muss der Rechtsstaat deutlicher werden, damit wir auch vor Gefahren durch diese Chaoten geschützt sind. Herr Wendt, woran liegt's? Werden zu lasche Urteile gesprochen? Nimmt man das Ganze nicht ernst? Oder fehlen die Instrumente, die Rechtsgrundlage? Nun, die Gesetze sind schon gut. Der Gesetzgeber hat im Strafgesetzbuch harte Strafen vorgesehen. Nicht nur Geldbußen, nicht nur Geldstrafen und Ermahnungen, sondern durchaus auch Freiheitsstrafen im Fall von Nötigung. Oder wie hier darf man ja durchaus auch den gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr annehmen. Da sind hohe Freiheitsstrafen vorgesehen. Bislang ist das alles noch nicht erfolgt, weil die Gerichte ganz offensichtlich glauben, dass man mit abgestuften Urteilen Eindruck auf die Beschuldigten machen kann. Das ist ganz offensichtlich nicht der Fall, was den Hintergrund hat, dass diese Leute kämpfen um Aufmerksamkeit und zwar um jeden Preis. Sie wissen, dass die Diskussionen zurzeit völlig andere sind. Man redet über den Ukraine-Krieg, man redet über Energiekrise und vieles andere mehr. Da wollen die Aktionen dieser Verrückten nicht so richtig in den Mittelpunkt rücken. Und deshalb werden sie immer gefährlicher, immer spektakulärer, weil sie in den Blickpunkt der Medien gelangen wollen. Und da muss schnell Einhalt geboten werden. Der Gesetzgeber hat die Strafen dafür vorgesehen. Jetzt muss die Justiz das richtige Wort sprechen. Rainer Wendt, vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzung zu diesem Thema.